Servus, grüßt euch. Heute mal wieder aus meinem Homegym. Ich weiß auch gleich gar nicht, wie ich anfangen soll, weil so ein Video wie das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, das habe ich noch nie gemacht. Ich zeige euch heute ein Rezept. Am Anfang ist natürlich die Anfahrt nach Tete Bato und auch meine Unterkunft. Aber danach kommt einfach nur ein Rezept, das übrigens ein richtig Schmankerl ist, kocht das einfach nach. Und wer da kein Interesse hat, der kann eigentlich nach der Rundtour ausschalten, weil Landschaft, Dschungel und die Unternehmungen, die ich da in Tete Bato gemacht habe, die kommen im Teil 2. Also viel Spaß mit dem Video. Also Leute, die Strecke nach Tete Bato, die ist Wahnsinn. Das sind 54 Kilometer und wir sind jetzt gleich 2 Stunden unterwegs. Das ist jetzt meine neue Unterkunft für die nächsten 3 Tage, mitten im Dschungel. Das ist meine Terrasse. Heute gibt es einmal einen Kommentar, nachträglich vertont, weil das einfach unpraktisch war während dem Kochkurs. In der Unterkunft Al-Sasaka werden Kochkurse angeboten und man kann jeden Tag mitkochen, wenn man mag. Ich habe einmal mitgemacht und jetzt schaue ich mal, dass ich das so gut wie möglich hinbringe, dass ihr das nachkochen könnt. Die Zutatenliste, das ist Jackfruit, Mais, Kokosnuss, Tempeh, das ist so eine harte Sojaplatten, Knoblauch, Zwiebel, Chili, Pfeffer, Salz, Koriander, Eier und ein Händel. Es waren übrigens noch Kollegen von mir anwesend, die auch einen YouTube-Kanal haben und die kommen aus England, aber das verlinke ich euch unten. Als allererstes hat man die Tempeh-Platten zuerst in Streifen geschnitten und anschließend gewürfelt. Dann geht's an die Nüsse, an die Kokosnüsse. Die nehmen wir da eine junge Kokosnuss, wo das Fleisch noch relativ weich ist, und eine normale Kokosnuss, so wie wir das kennen. Das Ganze wird zu einem Brei verrieben. Das Händel, das wird aufgeschnitten und dann relativ klein gehackt. Wahrscheinlich kann man bei uns auch Geflügelhackfleisch kaufen. Das grobe Salz und der Pfeffer kommen auf den Teller und werden zermahlen. Aus der Chili werden die Kerne entfernt.
Vom Knoblauch wird die Haut entfernt und anschließend kommt alles miteinander auf den Teller und zu einer, ja, sagen wir, mittelscharfen Paste vermischt. Anschließend wird das Geflügelhackfleisch mit der Gewürzpaste vermischt. Und ganz zum Schluss kommt dann der Kokosnussbrei noch mit dazu. Und auch das wird alles miteinander vermischt. Während dem ganzen Vermischen werden die Sojaplatten mit ordentlich Öl heiß gemacht und auf Zeiten gestellt. Aus der Hendl-Kokos-Chili-Mischung werden kleine Pflanzerl gemacht und kommen dann in die gleiche Pfanne, in der vorher die Sojaplatten drin waren. Für die zweite Sorte von den Fleischpflanzerl wird wieder so eine Gewürzpaste hergestellt. Ihr wisst ja, Salz, Pfeffer, Chili. Dann wird der Mais vom Kolben runtergeschnitten. Das Ganze kommt in eine Schüssel. In den Mais mit den Gewürzen werden zwei Eier reingehauen. Dann wird aus dieser Masse wieder kleine Pflanzerl geformt und in Pfanne gehauen. Und schon ist der vegane Teil der Mahlzeit auch erledigt. Und da sind jetzt links die veganen Maispflanzerl und rechts sind die mit dem Hendl. Während der ganzen Kocherei jetzt hat auf der anderen Seite schon die Jackfruit und natürlich der Reis im Reiskocher gekocht. Die Tempeh-Platten werden nochmal kurz aufgewärmt und das ergibt dann die Sauce dazu. Als Beilage war nur ein Gurkensalat dabei, aber auf den gehe ich jetzt nicht näher ein. Mein Gurkensalat, bitteschön. So hat das Ganze ausgeschaut, als serviert worden ist. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen, weil leider keine Mengenangaben. Mit Wagen haben sie die nicht so. Ich wünsche euch aber trotzdem viel Spaß beim Nachkochen. Das war es jetzt mit dem Satz und das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt mit sowas auch mal was anfangen können. Wenn ihr mehr davon wollt, schreibt das bitte unten in die Kommentare. Für alle, die das nicht so gut gefallen hat, der nächste Vlog, der wird wieder, ich sage einmal, ein normaler Vlog. Ansonsten bleibt mir nur, wünsche ich euch viel Gesundheit und schaut beim nächsten Mal wieder ein. Servus, pfiat euch, euer Media Mandy.